Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Medal of Honor. Wir sind immer noch mit dem Wolfpack unterwegs, also mit dem anderen Tier 1 Team. Wir spielen jetzt Deuce, also haben im letzten Part auch schon Deuce gespielt und auch Rabbit, denn man spielt Neptune und Wolfpack. So. Ja. Ah, jetzt. Muss man erstmal ein bisschen warten. Und wir cruisen wieder los mit unseren schönen ATVs. Machen ja auch ein bisschen Krach. Sollen in ein Dorf eindringen. Männerwehr oder so. Ich glaube, dass es ein Dorf ist oder eine Stellung oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es da auch eine Menge Taliban, die wir vernichten müssen, sprich Kugel in den Kopf jagen oder in den Körper, also Arme, Beine, Hintern, was weiß ich, irgendwohin, wo es für die Gegner tödlich endet. Für uns natürlich versuchen, so wenig Kugeln abzukriegen wie geplant. Und hier. Wo geht's zu weit runter? Ich sehe nichts. Rum denn? Wow! Okay, das meint er wahrscheinlich mit weit runter. Aber da kam wohl sein Spruch dann ein bisschen zu früh. Und. Ui, ja, ja. Okay, das ist wohl das Dorf. Würde ich mal so stumpf behaupten. Sieht jedenfalls stark danach aus. Da stehen Bremsen. Genau vor ihnen sind einige Taliban. Runter vom Gas. Panther hat was gesehen. Ja, man wird automatisch langsamer. Wir sind genau über ihnen. Wenn die hier angreifen, sind wir erledigt. Die soll sie ausschalten. Die, raus mit dem Ballett. Das die, sehen Sie den Kerl von TID. Eliminieren. Verstanden. Die, 600 Meter. Wind kommt aus Westen, 5 Knoten. Und los. Oh. Also man muss wirklich aufpassen. Langsam. Boom. Töten, nicht rumballern. Ja, sorry. Wir haben noch ein Ziel. Es bewegt sich. Pumpen Sie ihn voll Blei. Ah. Mensch, jetzt geht noch. Langsam die. Töten, ja, es ist gar nicht mehr so leicht, wenn man sich dann dran gewöhnen muss. Ah, da ist er. Auf Wärmebild, dann sehen Sie seine Füße. Ah, ich brauche keine Füße. Komm, guck mir den Kopf. Okay, man muss wirklich auf die Füße zielen, wie es aussieht, wenn er stehen bleibt. Ah, knapp daneben. Mensch, hör auf dich zu bewegen. Jetzt. Scheiße. Auf dem Turm, der Kerl ist verdammt schnell. Roger, ich sehe ihn. Er weiß, dass was nicht stimmt. Deuce, den Turm. Bye, bye. Boom. Unser erster Treffer, der direkt geklappt hatte. Aber es war auch gar nicht mal so leicht. Sie packen Sie ein. Wir haben die Trucks gesichtet. Deuce, gehen wir. Ach, da oben, ah. Das finde ich aber auch schön, mit dass unser Team, also unser Duo, sag ich mal, einfach Codename Double D wegen Deuce und Dusty. Finde ich eigentlich ganz cool. Lass nur schon mal anhalten. Alles klar, anderer D. Ja. Sollten wir hinkriegen. Sollten wir alles hinkriegen, glaube ich. So, wo seid ihr, Bastarde? Moment, da ist ein Truck und mehrere Ziele. Rücken wir vor. Okay. Nichts überstürzen, Deuce. Ich hab doch gar nichts gemacht. Müssen Sie sich aufteilen. Ich hätte einfach Granate reingeschmissen, boom. Ui.
Na komm, teilt euch mal Ruhe auf. Damit wir euch in Ruhe erledigen können. Ja, okay. Alles klar, sie sind weg. Erledigen Sie den Kerl in dem Durchgang. Den da oben? Na los, Mann, er ist reif. Ja, warte mal, ich hab du grad. Ich markiere den Truck, sichern Sie mich. Hab du grad nur mal eine Lücke gesucht. So. Panzer, Truck ist markiert. Einer von den Bösen ist tot. Bis jetzt. Ja, bis jetzt. Roger, das Steve, viel Glück. Gleichfalls. Na los, Steve. Einer erledigt, noch zwei. Keine Zeit, die Leichen zu verstecken. Beeilen wir uns, dann sind wir weg, bevor die sie finden. Okay. Wird gemacht, dass sie. Ui. Halt, Jus. Ja, du, ich hab früher ja, gehalten wie du. Wir ziehen das leise durch. Die wissen nicht, dass wir hier sind. Ha, da wäre ich mir nicht so sicher. Hast du schon mein Splinter Cell Let's Play gesehen, Kumpel? Ha, ha, ha. Da bin ich auch nicht unbedingt der Beste im Schatten. Na los, komm, geht weg. Okay, alles klar. Nach links. Ja, ich sehe doch, wo du langläufst, Kumpel. Ja, ist eigentlich schon ein bisschen auffällig, wie man hier so reingeht. Wir haben zwei Ziele. Eins für sie, eins für mich. Feind am Boden. So muss das laufen, nicht wie beim ersten Mal. Ich sehe mir das Ganze von oben an. Warten Sie. Okay. Er geht hoch. Ich darf nicht hoch, weißt du? Ich sehe noch einen Truck. 50 Meter voraus auf 10 Uhr. Alles klar. Okay. Wo denn? Hä? Ist doch gar keiner. Siehst du hier einen Truck? Er ist tot. Oh. Ist alles klar. Wo ist er denn? Die Entsender am Truck an. Ach, da ist er. Dachte jetzt schon, das war's jetzt. So, gebt mir schön Deckung, Kumpel. Warten Sie, die. Sie haben Besuch. Einer für Sie, einer für mich. Wo? Ziel rechts. Wo denn? Ah, ich wusste. Und jetzt raus aus diesem Innenhof. Ach, da oben ist er. Ah. Ich hätte wohl noch, wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen, bis er da war. Aber es ging ja trotzdem gut aus. Also solange alles gut ausging. Ist ja alles im grünen Bereich. Wir regeln das ganz ohne Ärger. Ah, jetzt ist er weg. Ist hier noch irgendwo wer? Die halt mehrere Ziele. Sie kommen um die Ecke. Ich sehe da nur den einen. Ah. Da. Gesichert, vorwärts. Ist er alleine vorwärts gehen oder was? In der Hütte auf 12 Uhr ist jemand. Er ist allein. Er ist tot. So. Alles klar. Markieren Sie den Truck und dann nicht Sie raus hier. Oh, hoppala. Das ist aber eigentlich schon. Gute Arbeit. Kommen Sie jetzt her. Ja, ich komme schon. An sich schon cool gemacht. Ja, ist doch schon. Ist doch tot, was du hast. Ich habe doch nur gewartet, dass er ein bisschen. Gute Arbeit, verschwinden wir. Kommen Sie zu mir. Also, ich hätte das schon lange gehört. Wie? Wo ist er hin? Ach, jetzt ist er da. Einfach weg. Oder es war ein Bug. Kann natürlich sein. Oder beides. Er war ein Bug, der weg war und dann wieder kam. Oder umgedreht. Was für ein Ding? Wiglo? Wiglo Wunderland oder was? Hier, pass mal auf. Ich warte nur auf dich, Kumpel. Gesichert.
Oh. Da sind böse Buben. Mehr Ziele. Das wird kein Spaziergang. Sie sind dran, B. Wieso wird das kein Spaziergang? Sollen die alle ausschalten? Weg. Alles gut. Ja, ging doch ganz gut. Also, ich hätte es jetzt ein bisschen haariger vorgestellt, aber das hier hat doch schon ganz gut Gegner weggeholt. So. Ich hab den Kerl. Warten Sie die. Wo denn? Er steht hier hinten und sieht das schon. Bei mir sieht das nicht so elegant aus. Meine Opfer kriegen nur ein Messer in den Rücken und dann fertig. Roger, 15 bis 25 Feinde gefallen, Trucks mit Infrarotsendern markiert. Ziehen uns zum ATV-Versteck zurück. Klingt gut, verlieren Sie keine Zeit. Reaper 3-1 ist in der Luft, wir müssen zu Clementine. Roger, D, geben Sie Gas. Drei Ziele, an diesen Typen kommen wir nicht vorbei. Sie sind dran, D. Klaut er hier echt mein Ziel? Hat er einfach so mein Ziel geklaut? Was für ein Sack. Wo geht's denn hier lang? Ach, er macht Tür auf. Los! Gehen wir die? Ein gutes Gefühl. Ne, ist alles im grünen Bereich. Ich dachte jetzt, hier stehen sonst wie viele. Aber es war alles im grünen Bereich. Ah, wir dürfen als erstes mal hoch. Wow. Ja, und ihm müssen wir nämlich nicht helfen. Das ist so. Es wird so dargestellt, als ob wir der Schwächste im Glied sind. Finde ich jedenfalls. Na, alter Mann. Ja, jetzt ist er auf einmal da vorne. Ja, okay. Ja, also kleine Bugs. Mit eingeschlichen finde ich jetzt aber nicht so dramatisch. Mich stört das nicht. Würde es nur stören, wenn die Mission dann nicht abschließbar wäre. Aha, wir hätten das Tor geöffnet. Kann mir das mal einer erklären? Was Clementine auch immer ist. Auch ein Ort oder Abholpunkt oder was auch immer. Ich sag jetzt extra keinen Bezug auf Walking Dead, haha, schon kam der, haha, schlechter Witz, haha. Ja, so bin ich halt, schlechte Witze sind in der Tagesordnung. Wow, ich kann nicht fahren. Bin ein, wie heißt der Bescheiden? Homo Novus Automobilus oder so? Keine Ahnung, weiß gerade nicht. Irgendwie, oh, auf jeden Fall Homo Novus, glaube ich, ne? Wer das weiß, kann natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Muss aber auch nicht, falls er sich nicht traut. Ja. Mal gucken, wie weit der Weg noch ist. Bis zur Clementine. Oder bis, ja, bis Clementine. Wer weiß. Was geht abwärts? Und nochmal. Das hat was. Oh, da sind unsere Leute. Langsam, wir sind da. Sind am BT. Ich behalte sie im Auge. Dills, verstecken und sichern Sie die ATVs mit Sprengfallen und besetzen Sie den BP. Willkommen in Clementine. Gehen wir in Position. Was ist denn BP? Operation Point bestimmt. Roger, Jimmy, halten uns bereit. Mother, wir haben HOR-2, wie ist Ihre Lage? Wir haben einen unerwarteten Gast. Warten Sie mit der Renovierung. Sah cool aus. Negativ, keine Waffe, non-kombatant.
Ja, wo du Scheiße, wa? Erwischt. Ja, so ein bisschen die Luft rauben. Status. Geräumt. Er wird üble Kopfschmerzen haben, wenn er aufwacht. Lass doch eine Aspirin da. Funk. Ach, die habe ich jetzt gar nicht gesehen, die beiden. Zwei Klicks von Dorothy entfernt. Roger, Mother, geben Sie uns einen Serverbericht, sobald möglich. So, wo sind wir jetzt hin? Wir empfangen übersickende Einschläge rund um Ihren OP. In Ihrem Raster gibt es weitere AQ-Stellungen. Bleiben Sie wachsam. So. Ja, ich stehe doch schon. Achso, ja, mal die da. Was haben wir noch für eine Waffe? Ah. Die Sprüche sind echt herrlich. Boom. Ja, also, ich weiß nicht, wir sind irgendwie... Ich sag jetzt wirklich einfach das schwächste Glied. Aber wir müssen immer derjenige sein, der jetzt erstes feuert. Scheiß Licht, gib mir auf den Sack. Sie haben Munition. Gar nicht. Alles klar. Mal sehen, wohin Sie gehen. Hinter uns. Was denn? Was ist denn mit hinter uns? Was soll denn hinter uns sein? Dranbleiben, dranbleiben. Da stand er voraus. Lautlos. Vorwärts. Also ich habe keine Taschenlampe an. Lautlos ist es aber auch nicht, wenn ihr sprintet. Ich bin zu. Rabbit, nehmen Sie Ihre Flanke. 5 Tangos. 6. Es sind 6. Lass mal die Luft raus. Bodo, weg von der M60. Wir erledigen das. Rabbit, Bridger. 3, 2, 1. Jetzt. Er ist fertig. Sie am Boden. Noch einer. 7. Tod. Hab ihn. Boah. Hab ich jetzt gerade die meisten erschossen? Gargoyles geben sich so gegenseitig Signale. Was, Gargoyles? Funkverkehr dreht durch. Wir haben was gehört. Ist ja auch egal. Wir rücken zu Dorothy vor. Reaper, das hat ihre Aufmerksamkeit erregt. Ui! Luftunterstützung ist eingetroffen. Jimmy, Mother, wir haben Sichtkontakt mit einer schweren Flugabwehrstellung in unserem Raster. Roger, Reaper 3-1 meldet Flugabwehrstellung auf dem Weg zum Raster von Wolfpack. Verstanden. Wir werden diese Stellung eliminieren. Roger, SIGINT-Einschläge überall um Sie herum. Öfter mal nach hinten sehen. Bodo, es ist dort genug. Feuer. Gehen wir. Scheiße. Feuer, Feuer. Na, du sagst Feuer frei. Das ist laut genug. Feuer, hat er gesagt. So. Sind alle weg, was ihr habt. Habt euch mal nicht so. So piss. Oh. Das ist keiner. Ziel am Boden. So, auch der ist weg. Weg. So nicht. Weg. 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 Gewohnt. Das geht doch ganz einfach, was ihr habt. Und alles sicher. Rabbit Röhre abfackeln. Ja. Boom. Ui. Ui. Sie können es von hier hochjagen. Ach, von da. Okay, klettern wir mal hoch. Schwupps. Schanke dünn. Volle Deckung. Und feuerfrei. Und los. Und mit diesem Knall verabschiede ich mich. Boah, perfekter Cut. Boah. Natürlich nicht. Einfach ein ganz normaler Cut.
Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, belohnt mich auch ruhig mit einem Daumen nach oben und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut.